Auch wir sind Amazon verrückt. Weil auf einfachen Wege kann man bestellen. Natürlich gehören wir auch im Großhandel an. Wir könnten das jetzt, aber wir sind ja immer gezwungen, tonnenweise zu kaufen. Also wenn wir jetzt einen gezielten Film hier verkaufen möchten für einen Kunden, müssten wir für 1.000 Euro ganz viele Filme einkaufen, um die zu verkaufen. Und da ja jeder mittlerweile, ich sehe auch gerade meinen Mitkonkurrenten hier, der auch ein Fachgeschäft hat für Eisenbahnen und so weiter, ticket täglich hier lang und verkauft seine Ware online. Und da bin ich auch der Meinung, dass jeder Einzelhändler, der einen Shop, eine Firma hat, sollte auch online verkaufen können und dürfen. Nicht jeder sollte von zu Hause aus, Garage aus, nur dieses, jenes machen. Persönliche Meinung, nicht respektive. Andere Meinung, lassen wir mal diesbezüglich mal 6 Seiten der CDU, der FDP zukommen lassen, dir mal rüber nachzudenken, des Einzelhandels sterben. Denn eines Tages werden wir keinen Einzelhandel mehr haben, sondern nur noch Amazon, Google und Facebook. Ja, wo die Menschen dann arbeiten, keine Ahnung, in irgendeiner Knechtschaft, das ist aber euer Bier, nicht unser Bier. Wir haben ja halt noch Dienstleistung, Fachgeschäft, noch gibt es das. Noch sind wir für unsere Kunden da tagtäglich und hoffen, dass die Kunden auch weiterhin Spaß haben, so wie wir unsere Fachgeschäfte führen. So, wir waren jetzt also auch wieder bei Amazon unterwegs. Wie ihr seht, perfekt. Die fragen ja immer, wie ist die Ware angekommen? Und die Ware ist gut angekommen. Wir freuen uns morgen, indem wir in unserem eigenen Home-Kino, genial, was wir alles heutzutage haben, eigenen Home-Kino dann diesen Film uns anschauen, ne? Guck mal, The Great Wall 3D. Schade. Ah doch, Blu-ray ist auch dabei. Wunderbar. Ist also alles dabei. 2D sozusagen, 3D. Und ich werde es mir dann wieder in 3D anschauen und zwischendurch auch in 2D. Ist auch wirklich wunderbar gemacht, dieses 3D-Bild. Sieht gut aus. So, wie gesagt, wir kaufen auch bei Amazon ein, weil es bequemer ist. Ja, und wir haben natürlich das große Pech, dass der Großhandel uns erstens diese Figur nicht einzeln verkauft und wenn doppelt so teuer wie Amazon, somit sind wir gezwungen, für einen Kunden bestellt, die Ware bei Amazon zu besorgen, weil der Kunde leider nicht online gehen kann, weil er davon leider keine Ahnung hat. Also machen wir das für ihn. Na, wir haben einen sogenannten Bring-Service. Bei uns kann man die Ware bestellen, hier vor Ort und auch hier vor Ort abholen. Wir haben uns aber spezialisiert, wie gesagt, für Sideshow, Hot Toys und die anderen Geschichten. Hasbro nur in dieser Variante. Ja, natürlich Jax Pacifics. So, das ist das. So, dann zeige ich euch auch mal, wenn ich das aufbekomme. Ich habe jetzt kein Messer hier in der Nähe. Ihr seht, meine Hand ist wieder in Ordnung. Ich habe mich also letztens dabei verletzt. Hatte jetzt keine Lust aufzusteigen. Also Amazon verpackt an sich sehr gut. Können wir auch nicht meckern. Aber unter uns. Ich frage euch wirklich. Wollt ihr wirklich nur noch Google, Amazon, Facebook? Oder wollt ihr auch den sogenannten Fachhandel? Ja, wir müssen hier, also ist jetzt bequemer. Man hat unsere Ware hier geliefert, die wir brauchen zum Arbeiten. Wir brauchen jetzt nicht rumfahren. Ist bequemer. Und war leider auch 9 Euro günstiger wie Mediamarkt oder Saturn. Wir denken auch daran, so ist es ja nicht. Ne? Also, aber dennoch muss ich sagen und deswegen das also auch auf den Weg gebracht. Wie gesagt, den neuen Minister Armin Laschet und den FDP-Herrn, Herrn Lindner mal die Meinung zukommen lassen, dass gewisse Strukturen wie IHK-Zwang, wir werden ja gezwungen, Geld abzugeben für nichts und wieder nichts. Dann, wie gesagt, dieses Online auch eine andere Struktur bekommt. Es war alles schön und gut, dass wir jetzt nur noch online. Und noch einmal, Figuren aller Art, sekundär, das ist nur ein Pendant unseren Kunden gegenüber, die da kein Internet, deswegen haben wir ja Internet, die können hier also bestellen, die Ware und dann nach Hause liefern. Oder halt hier gegen Kleingebühr zwischen 5 und 10 Euro, je nachdem, die Ware zu bestellen, weil Sideshow, Hot Toys, weiß ja jeder, wie die Abwicklung dort ist.
um an die Ware heranzukommen, ist es nicht so einfach. Deswegen haben wir hier diesen Fachhandel, deswegen haben wir auch die Sendung, deswegen haben wir auch das Sammel-TV bzw. Sammelfiguren-TV, deswegen machen wir seit 2012 Film, Figuren und Theater. Aber dank Amazon geht das ja immer mehr dahin. Wenn einer, ihr dürft euch hier die Ware anschauen und wenn sie euch gefällt, könnt ihr die dann bei Amazon bestellen, weil Amazon ist ja sowieso billiger wie wir, ist ja klar und darum geht es ja. Es kann nicht sein, dass Amazon immer billiger ist. Es kann nicht sein, dass ein Blumenfachhandel, jetzt haben wieder etliche zugemacht, ein Blumenfachhandel torpediert wird durch Rewe und Real, die sogar frischere Blumen dann sozusagen haben, wie dieser Blumenfachhandel. Also neben mir war einer, der ist weg. Vor drei Häuser weiter war auch einer, der ist auch weg. Der sogenannte Fleurop ist nicht mehr da. Früher konnte man eben hin zum Muttertag oder Tag der Liebe etc. Konnte man Blumen dort bestellen, dann wurden die dort verschickt mit Briefchen dabei. Das stirbt alles. Heute macht das ja alles Amazon, ne? Geht ja alles über Amazon, ne? Und so weiter. Demnächst Lebensmittel von Amazon, demnächst Klopapier vom Amazon. Ja, gibt's ja schon. Ne? Ihr wisst, macht so weiter, lasst den Einzelhandel sterben. Wir sind Dienstleistung 100% und Einzelhandel ist bei uns sekundär. Wie gesagt, für einen Kunden bestellt, der freut sich. Ja, und für einen Kunden bestellt, der freut sich auch. Hat ein Schnäppchen gemacht über Amazon. Und wir hängen das, wie gesagt, an die Wand und warten, dass der Preis steigt. Und dass wir das irgendwann mal verkaufen können. So, wir haben ja jetzt hier auch eine Riesengemeinschaft, eine riesengroße Fangemeinschaft, die sich jetzt hier entwickelt in der Stadt Essen, die auch sicherlich irgendwann vorgestellt wird. Ihr müsst noch ein bisschen warten, weil das sind ja alles normale Bürger, die halt Schauspielern möchten, die also in die Komparserie möchten, die selber Filme, selber einen Verein, selber einen Club gründen wollen, jetzt hier und vor Ort. Der junge Mann ist gerade da gewesen, ich habe gesagt, okay, kommt morgen vorbei. Morgen sind die also da, mit denen rede ich dann. Am Samstag rede ich dann mit den anderen aus Dortmund. Und somit kann eine wunderschöne Symbiose entstehen, weil die jetzigen hier aus der Stadt Essen sind ja also auch schon alle auf den Cons in Hamburg, in Hannover, in Frankfurt und keine Ahnung, wo die alle jetzt sind, Stuttgart glaube ich auch. Also sind momentan überall auf den Cons vertreten. Unser Eins hat jetzt keine Zeit auf den Cons sich, wie gesagt, ist sekundär, das ist jetzt nicht primär. Primär ist eine andere Geschichte bei uns, muss ich einfach mal sagen. Also primär ist für uns an sich der Verkauf von Blu-ray, DVDs und so weiter, in der Herstellung auch, Produktion, Film und so weiter. Und wir lieben Figuren. Wir sind ein Figuren- bzw. ein Spielwarenfachgeschäft seit 60 Jahren und Schreibwaren. Und mittlerweile mussten wir uns halt umarbeiten. Wir sind jetzt halt Industrie 4.0. Wir sind jetzt für alles offen und so weiter. Und schauen mal, ob wir dann auch irgendwann mal in den Online-Handel mit eingehen. Aber im Moment ist es hier für die Kunden okay, die hier vorbeikommen und die Ware hier kaufen, weil sie den Kleinstunternehmer helfen wollen, dass der am Markt bestehen bleibt. Das finde ich unheimlich nett. Und bedanke mich auch auf dem Weg bei meinen Kunden. Hallöchen! Einfach. So, liebe Freunde, wenn wir alle nur noch bei Amazon kaufen, ich habe gerade noch mit einigen gesprochen, einige Kunden meinen auch, wenn es uns bald nicht mehr gibt, als Einzelhandel, was ist dann? Richtig, dann ist nur Amazon, dann ist immer online, man kauft nur noch online, alles nur online, online, online und dann kommt der große Virus und dann geht nichts mehr. Nur, dann gibt es auch uns ja alle nicht mehr. Es gibt den Einzelhandel nicht mehr, wo man hingehen kann, wo man im Notfall von hier aus seine Bestellung oder von hier aus seine Bestellung abholen kann gegen kleines Geld. Ja, dann ist dann alles vorbei, dann gibt es nicht mehr. Ja, und dann schreiben wir wieder Briefe, ne? Und dann erfinden wir uns dann wieder neu. Kann das sein? Kann sein, ne? Darum wirklich die Frage an sich, die Firmen, richtige Firmen, sollten auch online ihre Ware anbieten dürfen. Und die Wald und Wiesen und von zu Hause und von der Garage und einfach mal so, ob man hat Lust drauf, sollte an sich nicht so sein. Oder die sollten mal so richtig besteuert werden, dass die mal so richtig Steuern zahlen. Ja. Kann ja nicht sein, dass wir hier IHK-Zwang haben, dass wir Kassenzwang haben, dass wir die Kleingeldverordnung haben,
und all solche Sachen. Keine Ahnung, wer da gut findet, dass es bald keine Fachgeschäfte mehr gibt, keine Kleinst- und Kleinläden, keine Familiengeschichten mehr, nur noch online. Also wenn die Welt nur noch online, ich kaufe bei Amazon, ich kaufe bei Amazon, ich kaufe bei Amazon. Ja, okay, dann kauft ihr alle schön bei Amazon. Ja, ich meine, jeder muss sparen, das ist richtig. Ein Klientel hat dann Arbeit, also Amazon und seine geknechteten Sklaven in der großen Halle und natürlich die DHL, UPS und GLL oder keine Ahnung, wie die alle heißen, haben auch Arbeit, indem die ausführen. Das heißt also, ein kleiner Kreis wird wahnsinnsreich, zahlt keine Steuern, keine Abgaben, hat auch nichts mit der IHK zu tun, ist ja ein amerikanisches Unternehmen. Ja, die Deutschen werden von der IHK gezwungen, Geld auszugeben, manchmal regelrechte Wochenlöhne, die dann da rausgehauen werden für nichts und gar nichts. Ja, das sind so Sachen, die halt in der Agenda stehen. Die Agenda 2010 müsste weg, IHK müsste der Zwang weg, wer freiwillig soll es tun. Diverse andere Sachen sollten auch, Kirche und Staat sollten auch langsam getrennt werden, das müsste langsam auch aufhören, das ist alles wirtschaftliche Geschichten, die da ablaufen, fressen um gefressen zu werden, auch in der Menschlichkeit, denn wir sind keine Menschen mehr, wir sind Ware, wir sind Kunde. Wir werden in Ader gelassen, indem wir Geld raushauen. Ja, also, was sehe ich gerade? Ich sehe den Mogul Facebook. Herr Mr. Zuckerberg verdient gerade mal wieder richtig Schotter. Davor sah ich Dr. A. Google, auch der Großmogul des fressenden Volkes im Online-Modus, hat dann auch sicherlich irgendwas an Daten gefressen, die er irgendwo hat, gerade wieder verkauft. Ja, und dann sehe ich natürlich Amazon, alle Online-Geschäfte, wo man fröhlich einkaufen kann. Nur ich sehe keinen Einzelhandel, jedenfalls um mich herum nicht. Ich habe Gott sei Dank einen gefunden, der zwar online ist, und deswegen finde ich es gut, dass er online ist, weil er auch real ist. In Berlin gibt es einen wunderbaren Figuren-Shop, Sideshow und Marvel und Hot Toys verkauft er da und hat das auch online. Super, genial und das macht Spaß. So, aber wenn man nur online, das macht keinen Spaß. Das wollte ich einfach mal so auf den Weg gebracht haben und ich möchte nochmals darauf hinweisen, deswegen läuft das an der Seite immer schön rauf und runter. Ich mache ja fette Werbung für die Star Wars Fans, Dortmund e.V. und deren Con. Ja, Dokon. 2017. Deswegen läuft das einmal jetzt so rauf und runter, habe ich extra eingescannt, das Ganze, beide Seiten. Ja, deswegen habe ich das heute mal gemacht und dann ein bisschen philosophiert, ne, philosophiert habe ich das. Ne? Ja, ja, so ist das. Also nur online. Also ich möchte gern doch hin und wieder mal ein Fachgeschäft und in ein Fachgeschäft gehen und dort mir die Sachen anschauen und auch kaufen. Nicht nur anschauen und dann zu Amazon gehen und dort bestellen. Nö, an sich sollte jede Firma, waschechte, reale Firma, ein waschechter, realer Shop, wo ich ständig reingehen kann, auch die Ware online anbieten. Aber nur online, ohne Fachgeschäft, nur aus dem Wohnzimmer raus, Altenheim raus oder aus der guten Laune raus, Bürgerverkauf, Bürgerware. Nee, da bin ich mittlerweile gegen. Finde ich nicht gut. Also auf die Zukunft, auf die Dauer. Ich meine, Netz ist in Ordnung, wenn es gut funktioniert, aber es funktioniert ja hier gar nicht, außer Hassparolen und politische Parolen und was weiß ich für Klerel. Es wird Zeit, dass wir wieder zur Vernunft kommen. So, gerade noch mit sehr älteren Leuten gesprochen, die natürlich wünschen, dass Einzelhandel bleibt. Sie möchten die Ware anfassen, sie möchten die Ware sehen und dann auch Lust haben zu kaufen. Hört sich gut an. Aber die New Generation, die Y-Generation, die liebt online. Ja, so ist das nun mal. Egal, wir sind reine Dienstleistung. Dienstleistung kann man nicht online anbieten, das geht nicht. Und ob man mal irgendwann genügend Leute zusammenbekommt, die dann von zu Hause aus arbeiten, das wissen wir noch nicht, weil wir ja Industrie 4.0 sind. Industrie 4.0 ist nun mal, ich gebe den Rechner frei, sage demjenigen, welchen, was er machen soll, und dann macht er das. Dann geht er in den Rechner von weit weg, ne, im Switch-Modus, und macht das dann für den Kunden. Ja, vielleicht ist das mal die Zukunft, dann hat jeder Arbeit. Ne, gibt ja nun mal Germanistik-Studenten und Lehrer, die richtig gut Deutsch schreiben können. Die können dann
für die andere Klientel richtig gut Deutsch schreiben dann, ohne irgendwo hin zu müssen. Die können dann die ganze Welt beschreiben, zum Beispiel. Ja, Monsieur Zuckerberg, ich arbeite ja daran, dass wir demnächst mit dem Gehirn arbeiten können. Da kommen hier an den Synapsen irgendwelche Sachen, dann fange ich an zu denken. Ja, ich spreche dann gar nicht mehr und dann wird dort eine Textur ausgelöst. Fiktion, ich sage immer noch April-Scherz, aber egal. So, es entsteht jetzt hier auch eine sogenannte Star Wars Club Convention und so weiter. Darüber berichte ich dann morgen, was daraus ist, weil die am Samstag nicht können, also die, dass da was an der Seite dauert, rauf und runter fährt. Star Wars Dortmund, die kommen, die sind am Samstag hier. Aber am Freitag sind die aus Essen, denn in Essen bildet sich auch eine Star Wars Gemeinschaft. Und wenn wir Glück haben, ist hier die Basis. Würde mich tierisch freuen, wenn die Leute Lust und Laune hätten, die Basis hier aufzubauen. Ist klar, nochmal, ist logisch, alle Clubmitglieder und alle Vereinsmitglieder kriegen hier natürlich Prozente. Ist klar. Die müssen halt nicht so viel bezahlen. Dann lohnt es sich halt auch hier Ware zu kaufen und nicht bei Amazon. Ja, wollen wir mal schauen, ne? Dass wir dann auch die Amazon-Preise da noch Rabatte geben und dann ist die Sache vom Tisch. Ne? Dann kauft man nämlich doch hier. So, können wir ja mal einrichten. Ne? Dann machen wir hier die Schnäppchen und Schnapper hier in unserem Club, hier in unserem Verein, hier an der Basis. In der sogenannten ja, Star Wars Lounge. Also die ältere Generation, 70, 80, 90, möchte halt noch den Einzelhandel. Noch gibt es diese Klientel, auch die 60-Jährigen hätten es auch gerne. Halt die Jüngeren, die Newcomer, die Y-Gesellschaft, YouTuber und so weiter, die möchten es nicht. Die wollen bei Amazon online einkaufen, weil alles viel schöner ist. Okay, die Welt verändert sich. Unser Eins versucht am Ball zu bleiben. Wir sind und wir bleiben 100% Dienstleistung und es macht tierisch viel Spaß. Mal schauen, was wir Neues kaufen. Wir haben ja heute auch bei Amazon eingekauft, habt ihr ja gesehen. Ne? Es ist ja wieder ein neuer dazugekommen. Die Wand wird immer voller da. Ach, das macht herrlich Spaß. Alle Figuren haben wir halt noch nicht. Aber wir arbeiten dran. Wir hätten gerne die Force, ne? Also die 40 Jahre Star Wars alle mit dem Zeichen da drauf. Und dann, weil die ja 15 cm groß sind, richtig schöne große Figuren. Ja, die hätten wir dann halt gern. Mal schauen, ob wir auch auf die 10 cm gehen, mal schauen. Aber warum immer das selber dahin hängen? Wir wollen ja von jedem einen haben. Es soll eine schöne Geschichte werden. Eine schöne Lounge, wo man sitzt, über Star Wars spricht und philosophiert. Wie gesagt, wir wollen ja auch Filme machen. Nur noch einmal an alle, die jetzt den Videoclip sehen, mal eben so einen Fanfilm machen. Mal eben so. Das geht nicht. Wir haben auch gerade darüber gesprochen, dass wir auch vielleicht uns jeder noch so ein Stormtrooper-Kostüm bestellen. Dann sind wir wirklich alle hier Stormtrooper. Ja, also Stormtrooper sein ist fein. Und das wird wohl sicherlich lustig werden mit den Stormtroopern. So, das war's. Ich wünsche euch was. Wir erleben uns und wie gesagt, ist bald zu Ende mit den ganzen Clips. Wir arbeiten halt noch dran. Wir treffen uns morgen, am Samstag treffen wir uns. Und dann schauen wir mal, ob wir eine Sendung auf den Weg bringen am 25.05. Ja, und dann hoffen wir in 10 Jahren, dass wir uns dann wieder erleben bei 50 Jahre Star Wars.